Eines scheint klar, die historisch extrem hohen Bewertungen der Aktienmärkte sind nur dann zu rechtfertigen, wenn die Kapitalmarktzinsen niedrig bleiben. Die Kapitalmarktzinsen wiederum können nur niedrig bleiben, wenn die Inflation nicht nachhaltig wirklich ansteigt und sehr hoch ist, denn dann würde Geld teurer, dann würden viele Investoren sich sagen, naja, bevor ich jemand Geld leihe, zu einem Zinssatz, der niedriger als die Inflation ist, dann lasse ich das lieber, dann muss ich höhere Zinsen verlangen. Das würde das Geld teurer machen. Teures Geld heißt weniger Liquidität und die Aktienmärkte, für die ist nur eines interessant, Liquidität, ja oder nein, eine höhere Inflation würde die Notenbanken eben zwingen, auch auf die Bremse zu treten. Und genau das ist der Punkt, warum diese Thematik Inflation nachhaltig, ja oder nein, so zentral ist für die Märkte. Warum es gewissermaßen die Gretchenfrage ist, um die es geht. Und natürlich auch die Frage, naja, dieser Boom, den wir jetzt in den USA sehen, den wir vielleicht in Europa mit Öffnung der Wirtschaft sehen, wie nachhaltig wird der sein? Wird das gute Folgen haben, also einen gesunden Anstieg der Inflation eben durch Nachfrage, oder werden wir sogar ein baldiges Verpuffen dieses Booms sehen, weil das eben ein Kurzfristeffekt ist und dann bleibt die Inflation aber bestehen? Thema Stagflation, das sind die Fragen, vor denen wir stehen, und in dieser Woche haben wir interessante Daten, die das klären werden. Zum Beispiel gleich um 11 Uhr die EU-Verbraucherpreise. Im letzten Monat 1,6% gestiegen, jetzt die Erwartung 1,9% zum Vorjahresmonat wohlgemerkt, also Basiseffekt. Das sind die Daten aus dem Mai, damals im Mai 2000 war noch Corona oder war die erste Corona-Welle ziemlich virulent mit The Shutdown. Jetzt haben wir fast immer noch Shutdown, aber es wird so langsam ein bisschen weniger. Wir hatten gestern schon die Verbraucherpreise aus Deutschland gesehen mit dem stärksten Anstieg seit vielen, vielen Jahren, seit 2011 nämlich. Stärker als erwartet, der Anstieg war eigentlich nur 2,3% erwartet, es sind 2,5% geworden. Wir sehen hier diese steile Kurve nach oben und es waren vor allem die Energiepreise, die Materialpreise. Diese Dinge haben hier die Inflation in Deutschland nach oben getrieben und jetzt bedeutet das, wenn die Inflation weiter steigt, aber die Renditen für Staatsanleihen nach wie vor, für die 10-jährige deutsche Staatsanleihe etwa im negativen Bereich ist, was passiert dann? Dann haben wir eine extreme negative Realrendite oder negativen Realzins, könnte man auch sagen, also die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe, leicht negativ, minus Inflation, und dann sind wir eben bei minus 2,66%. Das ist ein neues Allzeittief, das hier zu verzeichnen ist. Das gab es so noch nie. Und jetzt ist diese reale Rendite seit 61 Monaten also negativ. Also neues Allzeittief bei der realen Rendite. Und jetzt hat gestern ein Notenbanker aus Europa Interessantes gesagt, nämlich Ignazio Signore Visco, der Chef der Banca d'Italia, der italienischen Notenbank, der gesagt hat, also die EZB, die wird unjustified interest rate rises bekämpfen. We will counter any unjustified interest rate rises. Also jeder Anstieg der Renditen der Staatsanleihen würde durch die EZB bekämpft werden. Jetzt haben wir gesehen, wir haben die negativste Realrendite ever, und dieser Mann spricht davon, dass also hier praktisch ungerechtfertigte Anstiege der Zinsen, der Renditen hier zu bekämpfen wären. Da sieht man die Hybris, da sieht man den Größenwahn. Ja, wie krass soll es denn noch werden? Was ist denn ungerechtfertigt, wenn die Inflation dermaßen ansteigt? Dann müssten ja eigentlich die Renditen für Staatsanleihen auch weiter ansteigen. Sie tun das nicht adäquat, weil eben die Notenbanken diesen Markt so stark manipulieren, aber der Kapitalmarkt ist eben in der Summe nicht so manipulierbar. Da geht es eben um mehr als Staatsanleihen, da geht es um Kredite, da geht es um Unternehmensanleihen. Das wird alles durch die Notenbanken nicht einfach manipuliert und dominiert werden können, aber wir sehen hier, wie weit man sich von der Realität entfernt. Ungerechtfertigte Zinsanstiege, das ist wirklich der absolute Hammer, aber es zeigt so ein bisschen die Denke, wir wissen es besser bei den Notenbanken, aber niemand weiß es derzeit. Die Notenbanken haben sich ja festgelegt, diese Inflation wird vorübergehend sein. Das ist sozusagen die Wette, das ist das gewagte Experiment, das man hier führt, indem man die ultralaxe Geldpolitik jetzt einfach fortführt,
in einer Zeit, wo wir möglicherweise eben diesen massiven Schwung durch die Wirtschaft sehen, diese massive Nachfrage. Und die Frage ist, fliegen wir damit aus der Kurve? Ja oder nein? Würden wir aus der Kurve fliegen, dann müssten die Notenbanken schnell versuchen, das Steuer in die andere Richtung zu drehen. Und das wiederum würde eben das Geld teurer machen, würde Liquidität entziehen aus den Märkten. Und das wäre schlecht für die Aktienmärkte. Wir sehen hier mal heute eine frische Meldung, IFO, Materialmangel in der Baubranche. Frische Zahlen aus dem Mai. Fast jedes zweite Unternehmen berichtet inzwischen von Problemen bei der Materialbeschaffung im Bausektor. Im April waren es noch deutlich weniger, da waren es etwa ein Drittel. Also wir sehen, dass dieser Trend hier weiter nach oben geht im Bausektor. Und das gilt ja für viele Branchen, das gilt etwa auch für den Chipsektor. Jetzt hat hier Intels Chef Pat Giesinger gestern nochmal gesagt, ja, also diese Probleme bei Lieferungen mit Chips, die könnten noch einige Jahre dauern. Das ist also etwas anderes als dieses Transitory. Es könnte also noch viel länger dauern als erwartet. Und jetzt ist praktisch eben schon eingestanden worden durch Janet Yellen, ja, also diese Inflation, die könnte höher sein das ganze Jahr 2021. Das hatte man ursprünglich anders kommuniziert. Jetzt können wir darauf warten wahrscheinlich, dass durch diese Lieferengpässe, durch hohe Rohstoffkosten eben diese Dinge doch ein bisschen dauerhafter sind, und die Frage ist, wann diese Erkenntnis bei den Notenbanken einsetzt. Wir haben zum Beispiel gestern hier bei den chinesischen Einkaufsmanager-Indizes gesehen, Inputkosten, stärkster Anstieg seit dem Jahr 2010, Outputkosten oder Outputpreise genauer gesagt, höchster, so stark angestiegen wie seit 2016, nicht mehr, also das ist global China, das ist in den USA, das ist in Europa. Tesla hat jetzt hier bekannt gegeben, anhand natürlich eines Tweets von Elon Musk, dass die Preise gestiegen seien wegen Supply Chain Pressure. Da hat ein User gefragt, ja, warum macht ihr eure Autos teurer, das nervt. Hat er gesagt, ja, wir sind gezwungen dazu, eben aufgrund der Lieferkettenprobleme, Chipmangel zum Beispiel. Und wenn wir uns hier anschauen, mal Commodities, eine der Voraussetzungen für nachhaltige Inflation sind ja hohe Rohstoffpreise. Dann sehen wir hier den Bloomberg Commodity Index und da sind wir doch weit von Extremen entfernt, obwohl wir ja massive Anstiege gesehen haben bei den Commodities in den letzten Monaten. Ja, jetzt ist die Frage natürlich Commodities, wie geht es da weiter? Das wird stark davon abhängen, wie das mit der Infrastruktur ausschaut in den USA. Kommt dieses Infrastrukturprogramm Bidens durch? Werden die Republikaner dem zustimmen oder wird da ein Kompromiss gefunden? Jetzt hat Goldman Sachs gestern gesagt, ja, wir erwarten, dass die Demokraten jetzt im Prinzip sich nicht einigen können mit den US-Republikanern und dann wird man mit der sogenannten Reconciliation fortfahren. Das würde also bedeuten, dass man 50 Ja-Stimmen im Senat braucht. Die hätten die Demokraten ja knapp, respektive mit der Vizepräsidentin würde da eine Mehrheit rauskommen, aber das würde dann wahrscheinlich im Abgeordnetenhaus erst im Juli entschieden werden können und im Senat dann September oder Oktober. Das würde sich also noch eine ziemliche Strecke hinziehen, diese ganze Geschichte. Das wird wichtig sein, auch für die Inflation neben den Löhnen. Das wird die zweite zentrale Frage sein. Werden die deutlich ansteigen? Werden die nachhaltig ansteigen? Ja oder nein? Heute haben wir noch den ISM-Index Gewerbe aus den USA. Auch hier die Preiskomponente sehr wichtig. Zuletzt ja wieder ein bisschen abgeschwächt die Einkaufsmanager-Indizes in den USA. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Märkten kommen, zwei Beobachtungen noch. Gestern konnte man es ja vergessen im Prinzip, das war zu erwarten. Hier der Skew, das ist praktisch ein Index, der bemisst, wie stark die Nachfrage ist für Absicherungen gegenüber massiven Kursschwankungen, gegenüber Kurseinbrüchen. Also praktisch, man schützt sich damit, das ist ein Hedge, wenn man so will. Jetzt sind die Preise für diese Hedges so stark gestiegen oder sind so hoch wie seit August 2018 nicht mehr. Da scheint also der eine oder andere Sorge zu haben, dass da auch mal etwas in die andere Richtung gehen könnte. Und wir stellen fest, dass jetzt in der letzten Woche extrem viel Geld in europäische ETFs geflossen sind oder in ETFs, die sich auf Europa fokussieren. Das ist der größte Zufluss seit dem
im Jahr seit 2015. Also da scheint man so ein bisschen bemerkt zu haben, dass natürlich Europa viel, viel günstiger ist als die USA. Wir stehen hier erst noch vor dem wirklichen Reopening der Wirtschaft. Die Amerikaner haben das weitgehend ja schon hinter sich. Also möglich ist, dass wir jetzt eine Outperformance sehen in Europa gegenüber den USA, die ja die beste aller Welten schon eingepreist haben. Schauen wir mal, wie es heute wird. 11 Uhr die EU-Verbraucherpreise bei Finanzmarktwelt.de, 16 Uhr ISM-Index. Am Freitag kommen ja die großen US-Arbeitsmarktdaten. Wir haben viele Fed-Speaker in dieser Woche. Wir werden also ein bisschen mehr wissen, zumindest in Sachen Boom, Inflation. Wie nachhaltig ist das? So richtig auskennen werden wir uns wahrscheinlich erst in einigen Monaten. Das wird auch für die Fed gelten, das wird für die Notenbanker gelten. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start in diesen wieder so sonnigen Dienstag, meine Damen und Herren. Servus und ciao.